Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Welcome zu einer neuen Folge der Sacred Conversations. Ich wollte schon sagen, heilige Gespräche zwischen Mutter und Tochter. Das steht zwar nicht im Untertitel, aber es sind heilige Gespräche. Wir haben auch ein ganz heiliges Thema jetzt wieder mitgebracht. Und zwar, ich erzähle die Situation, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, davon zu sprechen. Wir waren in letzter Zeit öfter abends am Strand zum Sonnenuntergang schauen, beziehungsweise gerade nochmal so um abends nochmal rauszukommen, nochmal die Energie des Tages nachwirken zu lassen, sich nochmal neu zu zentrieren und so. Also so haben wir so ein bisschen Abendspaziergänge am Strand gemacht. Und wo könnte man das besser machen als hier in Zypern am Strand? Und es war zweimal hintereinander, dass ich gedacht habe, oh, ich hätte mein Bikini anziehen sollen. Es ist gerade so tolles... Es ist gerade so noch so schön warm und die Sonne geht gerade unter und das Meer, das ist ja hier so sauber und so warm und so. Oh, es hat einfach eingeladen, noch baden zu gehen, noch schwimmen zu gehen. Und ich hatte aber mein Bikini beide Male vergessen. Und am zweiten Abend war es aber, wo ich dann gedacht habe, hey, was willst du eigentlich, Madeleine? Ne? Also ich habe so ein bisschen grundsätzlich übers Leben nachgedacht. Wir haben auch so ein bisschen darüber gesprochen. Und mir kamen so ganz viele Gedanken, um das jetzt abzukürzen, habe ich so stark den Impuls gespürt, ich will jetzt schwimmen gehen, ich will jetzt ins Wasser gehen. Aber ich habe ja kein Bikini dabei, ich habe kein Handtuch dabei, nichts, gar nichts. Und jetzt soll ich jetzt wirklich noch ins Wasser springen und so. Und deswegen ist das Thema der heutigen Folge konsequenzfreies Denken. Wir kriegen als Kinder beigebracht, dass unsere Handlungen Konsequenzen haben. Das ist richtig. Das ist auch heute noch so. Das ist Fakt. Das ist ganz klar. Also, wie wir denken, wie wir handeln und so, das führt zu einem bestimmten Ergebnis und das ist ganz klar. Ne? Also das möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass das nicht so ist. Die Sache ist, dass wir in diesem Konsequenzdenken teilweise so festgefahren sind, dass wir gewissen Impulsen nicht mehr folgen, weil wir denken, da ist ein bestimmtes Ergebnis, das daraus folgt. Weil uns das so eingetrichtert wurde, wenn du das machst, passiert das, wenn du das machst, passiert das. Und da kannst du selbst einen Impuls von deinem Herzen bekommen, dass dir sagt, hey, mach dies, aber dein Kopf denkt nur, ja, aber das habe ich mal als Kind gemacht und dann gab es Ärger. So nach dem Motto. Yeah. Ne? Yeah. Oder so, ich nehme mal als Beispiel, ich setz mich jetzt nicht mit meinen Kleidern auf den Boden hier, weil sonst... werden die Kleider dreckig oder so? Nee, also ich nehme es dir jetzt nochmal als Beispiel, mein Strandbeispiel. Ich habe dann gedacht, okay, entweder ich gehe jetzt nicht ins Wasser und folge eben nicht meinem Impuls, obwohl er sehr, sehr, sehr stark ist. Oder ich ziehe jetzt halt einfach meine Sachen aus. Ich hatte ja Unterwäsche an, habe dir dann meine Hose und mein T-Shirt gegeben und bin in die Wellen gesprungen. Und habe gedacht, ich mache das jetzt. Mal wieder wie ein Kind. Ja. Also einfach machen, den Impulsen folgen. Und natürlich habe ich es ein bisschen abgewogen und habe so überlegt, okay, mache ich das jetzt? Will ich ja jetzt nicht klatschen, das dann ins Auto setzen. Okay, wir haben aber Einkaufstaschen im Auto, die kann ich ja unterlegen, wo ich mich nachher draufsetzen kann. Also ich habe das schon so ein bisschen durchdacht. Aber trotzdem habe ich mich nicht davon abhalten lassen, zu denken, okay, jetzt...
meine Sachen werden dann nass. Mhm. Oder noch viel besser, oh, ich habe doch erst Haare gewaschen, ich will doch nicht nochmal Haare waschen, weil ich mir nicht jeden Tag die Haare wasche. Ne? Und von sowas lassen wir uns schon abhalten. Überleg dir das mal. Wie, da ist ganz, ganz viel Freude dran verbunden. Da ist ganz, ganz viel Spaß und Leichtigkeit, Lebensfreude dran gebunden. An solchen intuitiven Impulsen, die wir bekommen. Zum Beispiel ins Meer hüpfen oder uns eben da hinsetzen oder was auch immer machen. Und wir lassen uns doch tatsächlich manchmal von unserem Köpfchen davon abhalten, diesen Impulsen zu folgen und rauben uns damit selbst den Spaß. Ja. Indem wir denken, ah, nee, ich habe ja heute Morgen erst Haare gewaschen, nee, jetzt da in die Wellen, nee, also lieber nicht. Ne? Mhm. Und dann wundern wir uns eines Tages, warum wir nicht mehr so viel lachen, warum nicht mehr so viel Spaß da ist wie früher und warum das Erwachsenendasein so schwer und anstrengend und ernst ist. Ja, weil wir uns selbst in diesen kleinen Momenten das nicht erlauben. Und natürlich haben unsere Handlungen Konsequenzen, die wir auch tragen dürfen. Und natürlich dürfen wir Verantwortung dafür übernehmen, was wir machen und was wir dann auch für Ergebnisse damit erzielen. Aber gerade bei diesen kleinen Dingen, wo du weißt oder wo du dann, wenn du bewusst bist, merkst, ah, okay, es geht hier nur darum, dass ich die Haare nicht nochmal waschen will. Also was wirklich in Anführungsstrichen nicht wichtig ist. Mhm. Mach es und raub dir selbst nicht den Spaß, sondern folg deinen Impulsen. Und dann wirst du auch den Mut gewinnen, den großen Impulsen zu folgen und wirklich dein Leben ganz neu zu gestalten. Und ich denke, dazu hast du auch noch einiges zu sagen. Ja, vielleicht hast du auch ein paar Impulse, wo du dich erinnerst, was du als Kind gerne gemacht hast. Vielleicht bist du gerne über die Blumenwiese gehüpft. Vielleicht hast du gerne geschaukelt, vielleicht bist du gerne gerutscht, aber auf der Rutsche also. Ne? Gut, mit der Rutsche würde ich dann auch je nachdem abwägen, wie groß die Rutsche ist auf dem Kinderspielplatz, ob ich mich dann da draufsetze oder nicht. Ne? Anderes Thema. Aber worauf ich hinaus will, diesen Dingen mal wieder zu folgen, wenn du den Impuls hast, mal wieder über eine Wiese zu hüpfen, dann mach das. Ist doch egal, was andere von dir denken. Beziehungsweise, du kannst ja auch auf eine Wiese ausweichen, wo eben sonst niemand ist. In dem Fall hier, wir waren ja auch an einem Naturstrand, wo sonst keiner hinfindet, außer mal vielleicht ein paar Einheimische. Abends war da eh jetzt keiner. Aber dann mal wieder so Kind sein, über eine Wiese zu hüpfen, mal wieder dich auf die Schaukel zu setzen. Ja, das mache ich ja auch selbst, wo wir zur Zeit morgens immer mal wieder sind, hocke ich mich da auf die Schaukel. Was andere da denken, das ist doch mir egal. Die denken sowieso. Du kannst immer versuchen, es anderen recht zu machen. Du wirst es nie schaffen, allen recht zu machen. Es gibt so eine schöne Geschichte, wo ein Mann mit seinem Sohn unterwegs ist oder ein älterer Mann mit dem Enkelkind und einem Esel. Und die sind unterwegs. Und alle drei, den Esel haben sie an der Leine und da geht eine Menschenmenge vorbei und dann hören sie sagen, ey, die sind mit dem Esel da unterwegs, der Esel könnte doch beide tragen, warum laufen denn die zu Fuß? Ja, das haben sie gehört und haben sich dann beide auf den Esel gehockt und sind beide mit dem Esel weitergeritten. Da kommt die nächste Menschenmenge und dann hören sie welche sagen, oh, der arme Esel, die sitzen zu zweit auf dem Esel, die könnten sich doch abwechseln, ja? Okay, dann haben sie sich abgewechselt, dann saß nur noch der Junge auf dem Esel und der alte Mann hat den Esel an der Leine gehabt. Dann kam die nächste Menschenmenge und die sagte, dieser arme alte Mann, der Junge, der so gut noch mit seinen Beinen laufen kann, der könnte doch laufen und der arme alte Mann, der muss zu Fuß laufen. Also ich glaube, dieses Beispiel bringt es wunderbar auf den Punkt. Du kannst dich dein Leben lang darum kümmern, was andere Menschen denken. Oder du kannst dich darum kümmern, was du selbst denkst und was du selbst möchtest und diesen Impulsen zu folgen und dir mal wieder ja, regelrecht aneignen, wieder Freude, Spaß und Leichtigkeit zu haben, indem du dem kleinen Kind in dir mal wieder mehr und mehr einen Raum gibst und die Dinge machst, wo du bis eben denkst, weil auch das ist eine Konditionierung, kann ich in meinem Alter nicht mehr machen. Das sind auch alles so die Konditionierungen, wo wir vor allem ab Pubertätsalter so oft gehört haben, wie alt bist du, benimm dich doch mal, das macht man in deinem Alter nimmer und.
Das sind alles interessante Ansichten. Wo steht das bitte geschrieben? Dass man nur bis zu einem gewissen Alter über eine Wiese hüpfen darf. Dass man nur bis zu einem gewissen Alter auf der Schaukel sitzen darf. Das sind alles Konditionierungen. Löst dich davon. Und vielleicht magst du auch jetzt heute diese Folge hier als Anlass nehmen, mal zu gucken, was willst du die nächsten Wochen mal, und wenn es nur jede Woche ein Ding ist, in deinen Tag mal integrieren, wo du dir vornimmst, das mache ich diese Woche mal. Ja? Ja, und eben, wie gesagt, also wir dürfen einfach gleichzeitig Verantwortung darüber übernehmen, dafür übernehmen, was wir so im Leben machen, was wir denken, was wir tun, was wir sagen, wie wir mit anderen Menschen umgehen und so weiter und so fort. Also wir dürfen da schon Verantwortung übernehmen und gleichzeitig auch wieder dieses kindliche Verspielte mit reinbringen. Weil so, so viele wünschen sich, sie würden mal wieder mehr lachen, und sie haben ja früher so viel mehr gelacht und so viel mehr Spaß gehabt und so. Und jetzt ist alles irgendwie so schwer, und dann kommt der Wunsch wieder auf, wieder Kind zu sein, und das ist irgendwie mal so stark, und dann ist man ein bisschen frustriert in diesem Leben, was ja auch logisch dann ist. Ne? Aber da auch mal wieder in dieses Kindliche dann einzutauchen, das ist ja alles, was gemacht werden muss. Ja. So, fertig. Einfach nochmal eintauchen in dieses Kindliche, die Konsequenzen mal kurz beiseite stellen. Vor allem, natürlich kann man dann auch mal kurz darüber nachdenken, so wie ich auch, das mal kurz abwägen. Macht das jetzt Sinn, hier ins Wasser zu springen? Ah ja, gut, ich habe ja ich habe dann zwar nasse Sachen an später, aber macht ja nichts. Ne? Alles gut, ich habe ja noch die Einkaufstaschen im Auto, da kann ich mich draufsetzen, alles gut. Und dann mache ich das auch. Und damit erobern wir uns so ein bisschen mehr wieder den Spaß und die Freude am Leben zurück und dieses Kindliche und das, was wir uns wünschen, das erobern wir uns damit zurück. Und wenn wir das halt einfach nicht machen, dann brauchen wir uns halt auch nicht wundern, dass wir plötzlich so ernste Erwachsene geworden sind und dass die Leichtigkeit der Kindheit vorbei ist. Ja. Also Lebensfreude ist etwas, was ich mir jetzt bewertend, rückblickend, wirklich zurückerobern durfte. Ich weiß, als Kind, ich habe so gerne Musik gehört und bin so durch die Wohnung getanzt, habe auch viel mitgesungen und solche Dinge. Und aufgrund der Lebensgeschichte von meiner Mutter, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, wenn so der Zeitpunkt kam, dass mein Papa nach Hause kam, hat die immer zu mir gesagt, mach bitte das Radio aus, wir hören jetzt keine Musik hier, damit dein Papa nicht glaubt, dass es uns hier gut geht und dass wir Freude und Spaß haben. Hat was mit ihrer eigenen Lebensgeschichte zu tun gehabt, ohne da, wie gesagt, drauf einzugehen. Aber so wurde ja meine natürliche Freude. Ich wäre ja gerne weiter durch die Wohnung getanzt, wenn mein Vater nach Hause kam und hätte ihn da begrüßt. Aber so wurde das ja alles gedeckelt aufgrund ihrer Geschichte. Sie wollte das natürlich nicht an mich weitergeben, bewusst jetzt. Aber das war für mich wirklich eine Challenge, mir die Freude am Leben zurückzuerobern. Ja? Oder überhaupt mal mir zu erlauben, auch wirklich zu tanzen auf einer Tanzfläche. Weil das wurde damit ja auch unterdrückt. Ja? Und ich kann mich gut daran erinnern, wie tief im Grunde genommen so mein Schmerz als Kind war, wenn ich das Gefühl dann jeden Wochentag gehört habe, wenn ich dann mal am Tanzen und am Musik hören im Wohnzimmer war und sie gesagt hat, sie meinte meinen Vater damit, der kommt jetzt gleich rein, mach Musik aus, damit er nicht glaubt, wie gut es uns hier geht. Ja. Und da waren ganz viele Prägungen in mir, was natürlich später auch zu Diagnosen führte, wie Depression und Burnout. Ich meine, den Begriff, den gab es damals noch nicht, Burnout. Mir wurde einfach eine Depression diagnostiziert. Aber das sind alles Puzzleteile, die dazu geführt hatten. Und es ist noch gar nicht so lange her, wo ich sagen würde, das war der Zeitpunkt, wo ich so komplett mir erlaubt habe, wieder die Freude im Leben und am Leben zurückzuerobern. Ja. Und das nur zum Bewusstmachen. Schau mal, wo hast du bis eben tiefe Konditionierung, wo du dir selbst nicht erlaubst, Freude, Spaß und Leichtigkeit zu haben?
aus der Kinderstube, aber ohne bitte da drin rumzuwühlen. Ja. Also was dir jetzt vielleicht gerade so in den Sinn kommt, wie mir diese Geschichte aus meiner Kinderstube jetzt gerade in den Sinn kam. Und ja, das dann zu Ende, weil du hast es jetzt selbst in der Hand. Ich meine, ich hatte mir als Kind im Grunde genommen jetzt schwarz-weiß gesehen, ja diese Familie schon ausgesucht und wollte gewisse Erfahrungen natürlich machen. Also ich war ja auch daran beteiligt, an dieser Situation. So ist es ja nicht. Es geht ja auch jetzt nicht darum, da die Schuld an meine Mutter abzugeben. Ich habe mich mal zur Verfügung gestellt. Warum auch immer, weil meine Seele einfach diese Erfahrung machen wollte. Ja? Aber als erwachsene Frau, als erwachsener Mann hast du selbst in der Hand, diese Dinge jetzt zu ändern. Und da brauchst du auch keine Erlaubnis von jemand anderem, egal wer es ist, sondern du selbst darfst dir die Erlaubnis geben und in der Erlaubnis sein, so zu denken, zu handeln, zu fühlen, was dich jetzt wieder in deine Freude bringt und ja, konsequenzfrei denken, fühlen und handeln lässt, um es jetzt mal so hier auf den Punkt zu bringen. Ne? Ja, ja. Und wenn du so ein bisschen so bist, wie ich es auch war, dass du jetzt diese Podcast-Folge hörst und denkst, okay, ja, das mache ich ab jetzt, ne, super klasse, okay. Mhm. Ne, ich werde jetzt auch so konsequenzfrei und ich werde jetzt einfach meinen Impulsen folgen und so, ne. So, und dann kommt es aber zu einer Situation, vielleicht noch heute, vielleicht morgen, nächste Woche, wann auch immer, kommt es zu einer Situation, wo ein Impuls kommt, aber du folgst ihm nicht. Mhm. Du folgst ihm nicht direkt. Oder du merkst, ah, der ist da, aber ich traue mich gerade nicht. Oder ich hätte jetzt gerade Lust, auf die Schaukel zu gehen, aber hier sind so viele Leute, kann ich das machen? Oh ne, das ist doch peinlich. Nee, lieber nicht, ne? Und dann fühlst du dich schlecht und dann kommt auf einmal so ein Gefühl auf von, oh mein Gott, ich krieg's schon wieder nicht hin, das ist doof. Und ich hatte doch den Impuls, da kommst du nämlich nach Hause und dann fängt dieses Gedankenkarussell erst richtig an. Weil du dann denkst, oh, ich hätte es doch einfach machen können. Jetzt habe ich eine Chance verpasst und so. Bitte nicht. Bitte nicht das Denken, also es kann sein, dass diese Gedanken aufkommen, wenn du auch so bist, wie ich bin oder wie ich war, dann erinnere dich einfach wieder daran, dass es in Ordnung ist, auch diesen Impulsen mal nicht zu folgen. Und allein, dass du es erkennst, allein, dass du es siehst, dass du merkst, ah, guck mal, ich habe meinen Impuls erkannt. Ich weiß ganz genau, was mein Herz wollte, auch wenn ich dem nicht erstmal gefolgt bin. Aber ich weiß es schon mal, das ist doch schon mal sehr gut. Mhm. Und das nächste Mal kann ich noch bewusster damit umgehen. Oder ich fahre noch mal ganz bewusst hin und gehe dann auf die Schaukel oder so. Bereite mich vielleicht sogar ein bisschen drauf vor, dass ich sage, ich mache das jetzt. Oder ich nehme mir eine Freundin mit, die auch so locker leicht ist irgendwie und sagt, hey, wollen wir zusammen auf die Schaukel gehen? So nach dem Motto. Und verurteile dich bitte nicht dafür. Ne? Also falls es dazu kommt und auch bei eigentlich jeder Podcast-Folge, die wir hier aufnehmen, dass du nicht denkst, du müsstest danach, weil du die Podcast-Folge gehört hast oder wenn du auch in Programmen drin bist, dass du dann einen Call hörst und dann merkst, oh, jetzt will ich das aber sofort umsetzen und super klasse. Das ist an sich gut, aber zwing dich nicht oder hab nicht diese riesigen, festen Erwartungen an dich, dass du das jetzt perfekt hinlegst, weil es geht auf diesem Weg nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass du irgendwas perfekt hinkriegst, dass du der perfekte Mensch wirst und keine Ahnung, ne? Es geht nicht um Perfektion auf deinem Weg. Es geht nicht um Perfektion auf deinem Lebensweg, auf deinem Herzensweg, Seelenplan. Es geht nicht um Perfektion, es geht einfach nur darum, dass du Erfahrungen machst, dass du das Leben erfährst, dass du das Leben entdeckst und indem du einfach deinen Impulsen folgst, wird das Leben leichter und schöner und angenehmer und spaßiger und lustiger und voller Lachen. Ne? Und da entsteht ein so großer Raum daraus. Das ist der Grund, warum wir das machen. Nicht, weil wir perfekt werden wollen, sondern weil wir das Leben genießen wollen. Das ist der eigentliche Grund dahinter. Mhm. Also hab jetzt nicht diese Erwartung an dich, dass da irgendwas perfekt sein muss, sondern enjoy life. Genieß einfach dein Leben, genieß einfach dein Sein und sei sanft zu dir und bedank dich vor allem bei dir, dass du überhaupt so weit gehst, schon mal so eine Folge anzuhören, ein Coaching zu buchen, dich weiterzuentwickeln, weiterzubilden, dass du deine eigene Intuition hörst.
Weil viele hören das noch nicht mal. Viele haben vielleicht ein Thema damit, dass sie überhaupt mal ihre Herzensstimme hören. Mhm. Ne? Ich meine, dafür gibt es ja auch Divinity und so. Ja. An dieser Stelle. Kleiner Spoiler. Genau. Also, aber anerkenne dich doch mal für das, was überhaupt schon da ist. Anstatt dich für das zu verurteilen, was du bisher noch nicht geschafft hast. Das ist auch ein absolut riesiger Perspektivwechsel. Absolut, ja, 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 ja. Das hilft ganz enorm, sich mal bewusst zu machen, was man alles schon im Leben gemeistert hat, was man schon erlebt hat, was man schon gemacht hat, wo man sich schon getraut hat, mal mutig etwas umzusetzen, einen anderen Weg zu gehen. Das ist auch eine tiefe Prägung, den Fokus auf die Dinge zu richten, die noch nicht so sind, wie man es eigentlich gerne hätte. Was produzieren wir mehr davon? Naja, mehr von den Dingen. Wenn ich mir mal bewusst mache, was ich alles in meinem Leben schon erreicht habe, und du hast schon viel, viel mehr erreicht, als du bis eben glaubst, deshalb mach dir auch das mal bewusst, du wirst staunen. Und ich habe gerade heute Morgen noch mit einer Kundin gewirkt, gearbeitet. Ich nenne das immer lieber wirken als arbeiten, weil wir da keine Bewertung drüber haben. Die mir so erzählt hat, ah, ich habe so viele To-Do-Listen hier liegen, was noch abgearbeitet werden muss und. Und ich habe sie dazu eingeladen, ein Wort, was ich aus meinem Sprachjargon komplett gestrichen habe, weitestgehend, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, ist das Wörtchen muss. Ich muss überhaupt nichts. Ich muss auch morgens nicht aufstehen aus dem Bett. Die Frage ist, wie will ich den Tag erleben? Ich muss auch nicht das Badezimmer putzen. Die Frage ist, wie will ich das Badezimmer putzen? Und jetzt fühl da mal hinein. Fühl einfach mal hinein, wenn du so wie ich früher keine Lust am Hausreinigung hast. Ich muss die Wohnung auf Vordermann bringen. Und dann fühl mal hinein, ich darf die Wohnung auf Vordermann bringen. Da ist eine ganz andere Energie dahinter. Und dann der nächste Schritt ist natürlich, wenn du es tatsächlich weiter nicht selbst machen willst, naja, Universum, wie geht's? Wie kann jetzt jemand hier sein, die regelmäßig kommt? Das war mit das Erste, was ich uns hier auf Zypern gesucht habe. Zwei Wohlfühlmanagerinnen, die regelmäßig kommen und hier immer alles auf Vordermann bringen, weil für mich war klar, selbst will ich das einfach nicht mehr machen. Dann lege ich mich lieber an den Pool, an den Strand oder guck in den Himmel und zähl die Wolken, wenn mal hier welche sind. Kommt ja nicht allzu oft vor. Ja, also du weißt, was ich meine. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dazu. Genau. Ja. Genau, und auch mit dem Wörtchen muss noch so als abschließendes Wort. Ich muss noch das Badezimmer putzen. Ich will ein sauberes Bad. Mhm. Ich muss noch die Geschirrspülmaschine ausräumen. Ich will nachher frisches Geschirr aus dem Schrank holen. Also auch da nochmal so diesen Switch machen, oder um da zu verstehen, was da den Unterschied macht. Schau einfach mal in deinem Alltag, wie du das für dich einbauen kannst, und leb einfach mal für eine Weile danach und beobachte, was sich in deinem Alltag verändert. Zur To-Do-Liste noch ein kleiner Hinweis, falls du auch To-Do-Listen hast, änder sie ab in Meisterwerkslisten. Hat auch eine ganz andere Energie als To-Do-Liste. Genau. Dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge nochmal. Genau. Bis dann.